Willkommen, lieber Widder, zum Horoskop mit Ella. Wir sind in der letzten Woche April angelangt. Das ist die Woche vom 23. bis 29.04. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir gucken wieder, wie die Energien stehen, was die Energien sagen, was möglich ist, worauf du achten solltest, was du vielleicht vermeiden solltest. Du entscheidest natürlich, was für dich relevant ist, was du machen willst. Ja? Das sind einfach nur Hinweise. So, dann gucken wir mal, wie du dich in der vierten Woche April fühlst, wie du über dich denkst. Dann haben wir deine Wünsche, deine Hoffnungen und Ängste. Dann haben wir die Karte, das ist gut für dich und die Karte, das ist nicht gut für dich. Und natürlich den möglichen Ausgang. So, wir schauen mal nach den Orakelkarten für den Widder. Letzte Woche April 2018. So, da haben wir eine. So. Die heißt Synchronizität. Deine Gebete und Fragen werden durch synchrone Ereignisse beantwortet. Beachte sie und sie werden sich vermehren. Ja, was ist vielleicht, wenn dir Zahlen begegnen oder wenn du irgendwas, so ein Déjà-vu hast, dann soll dich das auf irgendwas aufmerksam machen. Wenn du einen Song vielleicht dauernd hörst, irgendwas in der Richtung. Du entscheidest, ob du darauf achten willst oder nicht. Es ist nur ein Hinweis, du kannst und es kann dir vielleicht mögliche Impulse geben. Gucken wir mal, wie du dich in der letzten Woche April so fühlst. Das Rad des Schicksals, das heißt, du hast das Gefühl, du hast die Dinge in der Hand und das Rad des Schicksals hat sich in deine Richtung gedreht, also positiv. Das ist doch schön. Dann haben wir Wünsche. Da haben wir den König der Münzen. Du möchtest Sicherheit, Stabilität erreichen, auch familiär. Das ist auch ein sehr toller Wunsch. Dann haben wir die Hoffnung und Ängste. Da haben wir ja, Gerechtigkeit und Justiz. Ja. Und ja, du hast vielleicht irgendwie eine Sache, die gerade entschieden werden soll. Und du möchtest gerne, dass es natürlich in deinem Sinne ausgeht. Da werden wir gucken, was das ist und wie das ausgehen könnte. Dann haben wir, das ist gut für dich. Du hast die Acht der Kelche. Das heißt, du machst dich auf zu neuen Dingen mit einer Träne im Knopfloch sozusagen. Du musst irgendetwas hinter dir lassen, was du liebgewonnen hast, aber du gehst auch freudig auf das neue Ziel zu. Ja? So, dann haben wir, was ist nicht gut für dich? Die Vier der Stäbe. Trautes Heimglück allein, Feierlichkeiten, eine mögliche Hochzeit, zu der du eingeladen wirst oder deine eigene. Das steht aber jetzt bei nicht gut für dich. Also wäre diese Woche halt für solche Sachen nicht so gut geeignet. Ja? Warum auch immer, gucken wir gleich. Der mögliche Ausgang in dieser Woche. Der Teufel. Das sind Obsessionen. Kann auch bedeuten, dass du deine inneren Dämonen bekämpfen sollst. Aber wir gucken mal gleich weiter. So. Das Rad des Schicksals. So siehst du dich diese Woche. Du hast alles im Griff und denkst, dass das Rad des Schicksals auch in deine Richtung tendiert. Positives Denken. Und du hast den König der Stäbe. Das ist dein Zeichen. Also deine Karte oder auch von Schütze und Löwe, Feuerzeichen. Das ist deine Energie in dieser Woche. Sehr schön. So, dann haben wir als Wunsch den König der Münzen. Stabilität, Sicherheit. Und du hast die Kraft, das umzusetzen. Das ist sehr schön. Ja? Du stehst im eigenen Saft und hast die Kraft, das auch, wie gesagt, umzusetzen. Jetzt haben wir in den Hoffnungen und Ängsten die Justiz. Was heißt das jetzt? Die Acht der Münzen bedeutet, es hat etwas mit Arbeit zu tun. Vielleicht geht es darum, ja, entsprechend gerecht entlohnt zu werden. Da steht noch eine Entscheidung an. Oder du entscheidest dich für eine Position, also dass da irgendwas noch offen ist. Ich werde noch eine Karte ziehen, damit wir da ein bisschen mehr Klärung haben. Ja, da steht jemand draußen im Regen. Die Fünf der Münzen. Das heißt,
Jemand fühlt sich da ausgebotet, entweder du oder ein anderer oder eine andere. Ja? Und da solltest du aufpassen, dass du, wie gesagt, niemanden auf die Füße trittst. Das könnte vielleicht Ärger geben. Ja? Versuche so fair wie möglich zu sein. Wenn das nicht geht, dann kämpfe für dein Recht. Du hast auf jeden Fall selbst auch viel Arbeit reingesteckt und vielleicht versucht auch jemand von außen, deine Arbeit irgendwie mies zu machen oder dir was zu stehlen, könnte ich mir vorstellen, oder was wegzunehmen. Da musst du natürlich, das kommt jetzt darauf an, wie deine Geschichte dazu passt. Ja? Auf jeden Fall fühlt sich jemand ausgebotet sozusagen. Guck hin und bearbeite diese Sache so fair wie möglich. Dann haben wir, das ist gut für dich, du wendest dich von einer Sache ab und wendest dich etwas Neuem zu und das ist durchaus erfolgreich. 10 der Münzen. Könnte sein, dass das mit dieser Geschichte hier zu tun hat, dass du sagst, ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Ich wende mich von dem, was irgendwo zu Querelen geführt hat, ab und bist damit sogar sehr erfolgreich. So, jetzt haben wir da in nicht gut für dich die vorletzte Karte. Etwas, ja, was eigentlich eine positive Karte ist. Und warum ist das nicht gut für dich? Weil es deine Unabhängigkeit blockiert. Du musst etwas wahrscheinlich persönlich entscheiden, tun, ungeschäftlich, weil ich denke, es hat was mit dem Geschäft zu tun, deine Sicherheit darzustellen im Beruflichen. Da musst du alleine agieren. Und das könnte gegebenenfalls zu Konflikten zu Hause führen, mit deiner Familie oder deinen Freunden oder deinem Partner, deiner Partnerin. Versuch dich davon nicht irritieren zu lassen. Wir gucken mal, was der mögliche Ausgang dazu sagt. Und zwar ist das der Teufel. Und wir haben die Königin der Stäbe. Und das könnte sein, dass jemand versucht, ein anderes Feuerzeichen oder dein Partner, deine Partnerin, dich, ja, nicht zu manipulieren, aber dich zu beeinflussen irgendwo. Und da musst du natürlich deine Grenzen stecken. Musst du sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ja, aber das geht freundschaftlich aus. Ich habe extra noch eine Karte gezogen und wir haben hier ja auch Synchronizität. Dinge, die sich wiederholen, sind Hinweise für dich, wenn du darauf achten möchtest. Und letztendlich wirst du dich freundschaftlich einigen. Aber pass mal auf, der Teufel ist immer so, kann auch von dir ausgehen, eine Obsession, dass du für irgendetwas brennst, dass du da vielleicht dir auch nicht reinreden lassen willst. Sei offen für die Argumente anderer, auch wenn es dir nicht passt. Hör einfach mal zu und im stillen Kämmerlein kannst du ja immer noch sagen, naja, hat er oder die eigentlich recht gehabt oder so. Ja, du musst das ja nicht zugeben. So, und deine Unabhängigkeit ist dir sehr wichtig. Und da kann es halt, wie gesagt, zu Dissonanzen kommen. Aber wenn du das vernünftig erklärst und freundschaftlich erklärst, weil es geht hier um Erfolg, ja, es geht hier um jemanden, der sich außen vor fühlt, vielleicht auch der Partner, die Partnerin, das musst du klären. Und du hast die Kraft, das alles in Gang zu setzen und nach deinen Wünschen zu gestalten. Und da musst du dich nicht unterbuttern lassen, das ist auch nicht der Gedanke dahinter. Aber man sollte in der Partnerschaft oder auch mit einem Geschäftspartner auf Augenhöhe sich begegnen und so viel Vertrauen haben auch zueinander, dass man sich die Argumente anhört und dann argumentiert, was man selber davon hält. Und der andere muss genauso dieses Entgegenkommen zeigen. Aber das sieht so aus, dass das der Fall ist da unten. Und deine Unabhängigkeit, wie gesagt, das betrifft die finanzielle Seite und hat vielleicht nur Einfluss auf dein Heim. Da musst du dir jetzt keine großen Sorgen machen. Das hier würde ich genau betrachten. Wo du jetzt momentan Hoffnung und Ängste, ich denke, dass du da irgendwo was laufen hast, was dich beunruhigt. Ja? Aber du fühlst dich stark genug, auch kraftvoll genug, das Ganze zu bewältigen. Und deswegen denke ich auch, dass das für dich gut ausgeht. Du musst halt mit dem Betroffenen sprechen, da, ne? Und eine Entscheidung treffen, weil dir ist Erfolg beschieden. Du hast hier die Sicherheit, die 10 der Münzen und damit auch, ja, den Zenit dieser Sache dann erreicht. Ich bedanke mich, lieber Widder. Hoffe, du hattest auch diesen Monat, glaube ich, einen schönen Geburtstag und wünsche dir alles Gute und hoffe, dass wir uns dann im Mai wiedersehen.
Und mach's Beste draus, wähle, was dir gefällt, was du gebrauchen kannst. Und Daumen hoch wäre schön, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Und ich freue mich. Bis dahin. Tschüss.